macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Hallo und herzlich willkommen zu LOL Kompakt, dem wahrscheinlich kompaktesten und spoilervollsten Format, seitdem Leute auf der Gamescom vor irgendwelche Bühnen kacken. Mein Name ist Niklas, aka Behaart mit Bart, und bevor ich euch jetzt richtig hart spoiler, nochmal meine Matches of the Week, kann man sagen, guckt euch die Games an, die auf der Gamescom gespielt worden sind, und zwar einmal die Premier Tour und auch die ESL-Meisterschaft, waren ein paar richtig schicke Spiele dabei, aber natürlich aktuell Playoffs-Zeit, ne? Schaut überall vorbei, die EU-LCS-Playoffs, NA-LCS hat letzte Woche damit angefangen, LCK hat jetzt ein bisschen länger Pause, aber dazu kommen wir später. Auch nochmal vorab ein kleines Danke an Franz, der letzte Woche für mich eingesprungen ist. Ging mir nicht so gut, ich bin auch jetzt ein bisschen angeschlagen, deswegen gucken wir, dass wir das Ganze schnell durchziehen. Wir fangen direkt, wie könnte es anders sein, mit der Premier Tour, mit den Gamescom-Spielen an. Da hatten wir zum einen die ESL-Meisterschaft, wo Euronix gegen AdHoc angetreten ist. War eine schöne Begegnung, aber man hat schon von Anfang an gesehen, im ersten Spiel ESG sehr dominant, hat das Ganze schnell für sich entscheiden können. Im zweiten hat AdHoc sich nochmal zurückgearbeitet und gerade auch Xio ist in den Spielen positiv hervorzuheben. Der hat den MVP in diesem Split bekommen und das auch verdient auf jeden Fall. Hat einige starke Plays rausgehauen, aber insgesamt hat sich ESG hier mit einem 2:1 durchsetzen können, haben sich also den Sommermeisterschaftstitel in diesem Jahr gesichert. Haben damit nicht nur den, sondern natürlich auch die bisherigen Premier Tour Titel gehabt. Und was soll ich sagen, dieses Premier Tour Finale haben sie sich den einfach wieder gesnackt. 3:0 im Best of 5. Und da waren teilweise Spiele dabei, die schon recht eindeutig aussahen. Zwar hat sich SK Gaming auch nicht schlecht geschlagen, muss man sagen. Aber 3:0, Leute, spricht Bände. ESG scheint aktuell einfach für die meisten Teams nicht schlagbar zu sein. Sie wissen nicht, wie sie sich durchsetzen sollen, obwohl die Team-Kombos ja immer recht ähnlich aussehen, beziehungsweise die Champion-Pools der Spieler ja recht speziell sind. Aber sowohl Panda als auch zum Beispiel Venter haben in den Spielen bei der Premier Tour ganze Arbeit geleistet, Brüggy und No Way natürlich auch. Die Jungs haben echt gut aufgespielt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie sie sich auf den European Masters behaupten können, weil dafür qualifiziert man sich ja über die Premier Tour. Und ESG wird eins von zwei Teams sein, die uns da vertreten. In der LCK, wie schon erwähnt, haben wir jetzt ein ganzes Weilchen Pause. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es mit dem Finale weitergeht. Denn das ist das Einzige, was in der LCK in den Playoffs noch fehlt. Aber in der EU-LCS haben wir gerade erst mit den Playoffs gestartet. Da gibt es also einiges zu berichten. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit Splice gegen Schalke an. Eine Begegnung, die vom Skill-Level her ungefähr ausgeglichen sein sollte. Und das hat man auch gesehen. Die Begegnung ging über die kompletten 5 Spiele. War ein ziemliches Hin und Her. Im ersten Spiel zum Beispiel, das kann man sich gerne nochmal geben, hat Schalke es geschafft, obwohl sie lange hinten lagen, was Objectives anging, auch nicht die Nase vorne hatten, mit einem richtig krassen Backdoor das Ganze nochmal zu drehen. Zwar hat Splice danach nochmal aufgeholt und 2 Siege in Folge bekommen, aber Schalke hat sich nicht unterkriegen lassen. Und im 5. Spiel, was sehr, sehr killarm, sehr langsam, sehr berechnend war, haben sie es nach ungefähr 43 Minuten geschafft, sich mit dem 3:2 durchzusetzen. Das bedeutet also, wir sehen Schalke in dieser Woche im Halbfinale. Und wen wir auch im Halbfinale sehen werden, ist entweder Misfits oder G2. Die beiden sind auch im Viertelfinale gegeneinander angetreten. Und da gab es einige Überraschungen. Nicht nur, dass Misfits in der ersten Pick-and-Ban-Phase alte Kandidaten wie Kalista zum Beispiel rausgehauen hat. Wir haben Kog'Maw wieder gesehen, also Champions, die vorher nicht ganz so beliebt waren. Vor allen Dingen war aber überraschend, dass Misfits mit einem 3:0 über G2 drüber marschiert ist. Obwohl Misfits ja in den letzten Wochen des normalen Splits so ein klein wenig geschwächelt hat, sahen sie hier richtig stark aus und sind somit verdient im Halbfinale. Misfits wird somit gegen Fnatic antreten müssen und auf der anderen Seite haben wir dann Schalke, die sich gegen Vitality behaupten müssen. Das Ganze wird an diesem Freitag und diesem Samstag stattfinden. Wie immer, gewohnte Uhrzeiten, Best-of-5-Format, schaltet gerne ein. Dann haben wir natürlich noch die NA-LCS und auch die sind inzwischen in den Playoffs angekommen, Viertelfinale. Und da hatten wir gestern in der Begegnung am Sonntag FlyQuest gegen 100 Thieves. Das Ganze war super eindeutig. FlyQuest hatte nie wirklich gute Chancen, auch draftmäßig. Im 3. Spiel ging's, da hat man auch deutlich stärker aufgespielt, aber es hat nicht mehr gereicht, um ein sehr starkes 100 Thieves irgendwie zu kontern, ein Comeback zu schaffen. Das heißt, 100 Thieves mit einem 3:0 und die sind somit in den Halbfinalspielen. Und wen wir noch hatten, das war natürlich Echo Fox gegen TSM. Ein lang erwartetes Spiel, was auch ein ziemlich knappes war, muss man sagen. Es ging wieder über die komplette Distanz. 5 Matches wurden gespielt und im letzten hat sich TSM entschieden, sehr viel auf Early Game zu packen. Hatten Leona auf der Botlane, Jayce, Ezreal war dabei, LeBlanc in der Mitte. Also alles schon so ein bisschen darauf ausgelegt zu snowballen oder zumindest, wenn man die Möglichkeit dazu bekommt, das Ganze auszunutzen. Es hat nicht hundertprozentig funktioniert. Es war von Anfang an ein sehr starker Fokus auf die Toplane, was durchaus nachzuvollziehen ist. Du willst, dass ein Jayce nach vorne kommt. Cannon hat das aber meistens gut beantworten können und sich zurückgezogen. Trotzdem lag TSM über lange Zeit so 3,
4000 Gold vorne. Hat es auch geschafft, durch immer wieder einzelne Catches sich den Baron zu holen, den Lead auszubauen und auch später mit vereinzelten Catches haben sie es geschafft, das Ganze zu beenden. Das war am Ende nochmal sehr, sehr schön von ihnen gespielt und sie müssen somit gegen Cloud9 ran, was nochmal ein ziemlich krasses Battle auch für die Fans werden dürfte, weil gerade Cloud9 sich zum Ende des Splits ja nochmal durchgesetzt hat. TSM wieder in den Playoffs dabei, obwohl zwischendrin gar nicht so gut aussah. Also behaltet die Playoffs in den ALCS auf jeden Fall im Auge. Dann haben wir natürlich noch die LPL und in der sind wir inzwischen auch in der letzten Woche angekommen. Das bedeutet, die Playoffs stehen kurz bevor, nur noch wenige Spieltage. Und für EDG, die ja eigentlich immer eins der Top-Teams waren, sieht es da gar nicht so gut aus. Die haben zwar in dieser Woche noch zwei Spiele vor sich, kann also wirklich gut sein, dass die irgendwie es nochmal schaffen, sich nach oben zu arbeiten. Es wird aber schwer werden, weil das Format in der LPL so aussieht, dass die ersten beiden Teams aus beiden Gruppen safe in den Playoffs sind und jeweils dritten und vierten müssen sich nochmal gegeneinander battlen. Also Chancen bestehen auf jeden Fall. Es könnte nur hart werden, sich dann auch gegen Teams wie Invictus, die aktuell super stark spielen, oder Rogue, RNG und JD Gaming durchzusetzen. In der LMS steht inzwischen fest, dass G-Rex keine Möglichkeiten mehr hat, in den Playoffs mitzumachen. Dafür ist das J-Team gerade dabei und auch hier wird dieses Winner-Advances-Format, ähnlich wie der LCK. Man bettet sich Stück für Stück nach oben. Das heißt, das nächste Gegnerteam für J-Team, wäre Hong Kong Attitude und dann bettelt man sich halt einfach weiter, bis man irgendwann im Finale steht. Außerdem haben wir noch die Summoners In-League, die morgen wieder Punkt 18 Uhr stattfinden wird. Tiebreaker sind angesagt, wird also nochmal sehr, sehr spannend. Und natürlich gerade auch für Teams wie ESG, die in diesem Jahr alles mitzunehmen scheinen, lohnt es sich einzuschalten. Ich werde am Start sein und das Ganze moderieren, so wie ich auf der Gamescom zum ersten Mal moderiert habe. Und ich will die Möglichkeit gleich nutzen und euch nochmal ein fettes Danke sagen. Die Stimmung war wieder insane gut, es hat ultra viel Spaß gemacht, obwohl ich aufgeregt war. Für alle, die eingeschaltet haben, großes Danke an der Stelle, ihr seid die Besten. Ansonsten war es für diese Woche mit der LCK, mit LOL Kompakt und allem anderen. Ich brauche eine Mütze Schlaf, wir sehen uns morgen wieder, haut da rein, bis demnächst, euer Bart. And you get one. And ich war halt echt wie Oprah, auf der Premier Tour. Und du kriegst ein Sapling. Und du kriegst irgendwas. Und Von FlyQuest gegen 100 Thieves. 100 Thieves. Ja, ich bin schon einfach tot mental, aber gib ihm. Ja, wer auch mental tot zu sehen ist, fuck it. Ah, die Überleitung wäre nicht schlecht gewesen. Scheiße. Misfits sollte somit gegen Fnatic antreten und auf der anderen Seite dann natürlich Fnatic. Auf der anderen Seite natürlich Fnatic. Misfits tritt gegen Fnatic an, auf der anderen Seite ist natürlich Fnatic. Macht Sinn. Nein, was ich eigentlich sagen wollte ist, das waren 3-0 und Echo Fox nicht mal, das war FlyQuest. Scheiße, fick mein Leben. Sorry. Fick nicht mein Leben. Bitte, bitte lasst mein Leben in Ruhe. Danke. Hau da rein! Ist nichts. Aber wer das verstanden hat, kriegt einen Keks.